Nee, stattdessen haben sie Tom Holland, bekannt als Spider-Man aus. Tom Holland war der zweite Spider-Man, der unbekannteste von den dreien, oder? Den man einen Film gesehen hat, den ich mir nicht angeschaut habe und dann war es vorbei? Der? Oder der jetzige, denn der neuere? Der dritte. Mag ich auch nicht. Mag ich auch nicht, das ist so ein Bubi. Ich meine, Spider-Man ist auch ein Bubi, aber Tobey Maguire war schon okay irgendwie. Ich bin halt alt. Ja. Ja, als jungen Nathan Drake genommen und dumbass Mark Wahlberg, der nur sich selbst spielen kann. Mark Wahlberg, staring Mark Wahlberg in Mark Wahlberg. Das ist halt wirklich so. Und das ist nicht mal gut. Ja, du, Steve, er versteht seine eigene Rolle ja auch nicht. Ah, schön. Stell dir mal vor, du verstehst dein eigenes Dasein. Also du spielst dich selber, quasi, und du verkackst es. Meistens hat er keinen Bock, was man auch merkt. Ja, aber er bekommt Geld dafür. Russell Crowe ist auch so einer. Ja. Russell Crowe. Schau dir mal seine Filme an. Er schaut immer gleich aus. Russell, no! Hier haben wir noch keine einzige sekundäre Standarte. Das ist irgendwie uncool. Ich habe das Gefühl, ich habe einiges vergessen. Shiad Kasim. Was ich nicht gut finde. Hallo. Ich würde mal gehen. Vielleicht sieht man sich nachher nochmal nach der Wirkung meiner Medikamente. Was bis zum nächsten Stream, wenn ich dann noch wach bleiben kann. Rex, bin guter. Ne? Gute Besserung nach wie vor. Ich wünsche was. Ja, hau dich nicht weg, aber hau dich gesund, wenn es um mich geht. Ja? Ich wünsche was. Schlaf schön und Nachti-Nachti-Schaffi. Ich bin einfach meiner Meinung, am Festland gibt es mehr sekundäre Kacke. Mal gucken. Ich habe jetzt noch nicht gesehen. Ey, nichts über den Vater von Spider-Man. Der Vater von Spider-Man? Was? Wo? Wann? Hä? Was? Wie? Welcher Film? Hm? Wann? Wo? Ende Onkel Ben. Ach, Superman. Mm. Sorry. Ja, gut. Da war er dabei. Ja, stimmt. Da hat er existiert. Ich bin trotzdem kein Fan seiner Existenz. Ist halt so, ne? Ich zum Beispiel... Ich schaue mir super gerne die Rocky-Filme an, ne? Nach wie vor. Obwohl Sylvester Stallone einfach auch so ein Eisberg von schauspielerischer Kunst ist, ne? Murky Lett ist ein Taser? Wofür? Hat Steve was zum Tasern? Oh, lol. Wieso? Ich muss kurz vorbeifahren, Freund. Danke. Boah. Schanke Döl. Cool, ey. Es passieren Sachen. Ich weiß nicht genau was, aber es geschieht und ich finde es gut, dass es geschieht. Es sind Sachen geschehen. Ich kann euch nicht erläutern, was es tut. Wahnsinn, Leute. Ich lebe noch. Ja, es ist so schön. Never meet your heroes. Das trifft ja auch auf Jackie Chan zu. Echt? Ernsthaft? Du hast mir schon mal erzählt.
Aber das war, glaube ich, was anderes mit Chicky-chan. Das ist ein komplettes Vermögen und sowas, was sie nicht seinen Kindern gibt, sondern denen sagt, mach seinen Scheiß selber. Das weiß ich noch irgendwie so halbwegs. Okay, du bist stuck, das ist sehr gut. Scheiße. Aber wegen was? Ist Chicky-chan. Ist es ein Penner? Also bei so Leuten wie wenn wir im deutschen Bereich bleiben, wie Til Schweiger oder sowas, kann man sich ja irgendwie denken. Ja. Ich meine, der Typ kann nicht richtig reden und wird sein ganzes Leben damit gehandelt wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich einfach überhaupt keinen Bock mehr auf diese Welt. Verstehe ich auch. Da drüben ist Zeug. Da möchten wir hin, habe ich gehört. Da möchten wir dann wohl einmal hin. Ah, okay. Also der ist anscheinend auch nicht so der netteste. Ich hab eigentlich nicht gedacht, dass Jackie Chan ein Penner ist. Waren wir da drüben jetzt schon? Das drüben war das was Krokodok-Ding, ne? Ja, genau. Krokodok. Weil da Schiffe anlegen. Schiffsdok. Krokodok. Die haben geläutet, anscheinend. Also ich sag mal so, ne? Das Spiel hat, was Performance angeht, ne? wahnsinnig nachgelassen. Und dabei hat das Spiel ja nicht mal stark angefangen, ne? Also schwach angefangen und stark nachgelassen. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich versuche nur irgendwie. Ich versuche nur irgendwie zu. Wo sind meine Gegner? Du. Gott, das ganze Gebiet ist ja komplett am Lenken, ne? So, Leute, mein Guter, grüß dich. Hallo, einen schönen Abend zusammen. Hi. Na, wie geht's dir? Chicky-chan hat früher sehr viel rumgehurt. War ein richtiger Scheuser damit, damals zu seinen Leuten. Er ist ein übelster Kommunist. Ja, muss man überlegen, aus welchem Land er kommt. Er ist halt einfach eine ältere Generation mittlerweile schon. Ich meine, das ist keine Entschuldigung, aber er ist ein älteres Kaliber mittlerweile. Kommt aus einem Land, wo der Kommunismus ein bisschen anders propagiert wird das bei uns, ne? Und wenn du halt dein ganzes Leben lang so aufwächst, dann ist es auch super schwierig. Und 18 leibliche Tochter, weil es lesbisch ist. Okay, das ist wiederum eine Sache, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist selber beachtenswert. Wiegt's wunderbar und kommt gerade von der DSA-Runde. Ich frage immer wieder, DSA war dann Robin Hood Dungeon and Dragons. Ich sage es immer wieder und du verbesserst mich auch immer wieder, dass es nicht so ist. Und dann sage ich ja, ja und ich vergesse es wieder. Wollen wir es abkürzen und sagen, es ist einfach so ein Punkt aus Mickey Mouse? Danke. Machen wir kurz den hier, ne? Weil der heilt nämlich auch unsere Verbündeten, was ich sehr gut finde. Drachenheilungspulver. Scheißdreck. Es war aber nicht das, was wir einsetzen konnten, damit unser Zeug stärker wird, ne? Nein. Also ich kann da gar nicht mitreden, aber ich mag Filme. Ich mag Filme. Lissy. Fühl ich. Bei vielen Sachen ist es bei mir auch so. Ne? Wenn andere Leute reden, steht daneben und denkt mir, ja. Was hältst du davon? Ja. Deine Meinung? Ja. Von der anderen Seite. Kann ich hier reinschlummeln? Ich glaube nicht. Abfahrt. So, du bist ein Mage und du musst sterben. Einfach nur aus Gründen.
Das schwarze Auge aber ist ähnlich wie Dungeons. Ja, genau, danke. Haben wir. Er ist kein Sympath, er ist sympathisch, aber die Hintergründe sind halt kein tolles Bild. Also, das, ja, wie man früher war, alles gut. Wie man früher war, ist halt immer so eine Sache, ne? Also. Es sind mehrere Sachen, ne? Er ist halt einfach eine Person aus dem öffentlichen Leben. Sprich, er hat eine gewisse Vorbildfunktion. Ne? Solange er die erfüllt, ja. Ne? Solange er mit seinem kommunistischen Gedankengut etc. es nicht rumläuft und sagt, oh, Gott ist das einzig Wahre, ne? ist relativ Wumpe. Ne? Wie er privat ist, ist in erster Linie halt irgendwie sein Bild. Ne? Aber natürlich wäre es schöner, wenn solche Leute dem entsprechen würde, wie man sich die Leute auch wünscht oder vorstellt. Logisch, klar. Ich dachte immer, der also wenn du es gerade so sagst, ich dachte eigentlich immer, Chicken Chan ist so einer, der ein ruhiger, netter Dude, der halt einfach der nette Nachbar von nebenan quasi, ne? Wenn man es mal so sieht. Aber wenn er das nicht ist, dann ist es schon belastend. Beziehungsweise ein bisschen traurig. Ja. Hab kurz abgeschaltet, aber dachte, dass ich euch mal ein bisschen lassen kann. Ich habe ja gestern Terminator 2, ich habe es gesehen auf Insta. Auch The Dark Fate ist chronologisch der dritte Teil der Reihe. Den restlichen Abo ausblendet. Und habe sehr viel Trivia-Wissen über die Filme. Also, du hast gerade, was solche Sachen angeht, glaube ich, nicht nur ein bisschen Wissen, was das angeht. Ein bisschen Wissen wäre, wenn ich behaupte. Okay. Da ist. Ja, passt das. Läuft. Der klettert da einfach hoch. Überhaupt kein Act. Wird schon so funktionieren. Was war das denn? Hopp, 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 hopp. Sehr gut. Gott, ich komm. Orientierungstechnisch wieder komplett am Arsch, ne? Ich liebe Terminator 2. Ich werde bald seine Biografie lesen, da kommt bestimmt einiges raus, was er sich noch erzählen kann. Macht es auf jeden Fall. Macht es auf jeden Fall. Also, wenn die Biografie natürlich auch. Ja. Ehrlich gemeint ist, sag ich mal, ne? Was heißt ehrlich gemeint ist? Wenn sie halt einfach offen geschrieben ist, ne? Es gibt natürlich auch Biografien, ja, die ein bisschen, ich nenne es mal, geschönt werden. Na, logischerweise. Wollen wir gar nicht drüber reden. Und runter. Aber Steve auf jeden Fall immer gern. Also. Ich finde es schade, wenn er halt wirklich ein komplettes. Wenn das A-Loch ist. Das wäre schon sehr, sehr schade. Aber mein, was willst du denn ändern? Was will man denn dran ändern? Was ich halt geil fand in Terminator 3 mit Christina Loken war es so. Die ganze Szenario, wo dieser gelbe Kran durch die Häuser rast und die Straßen zerstört, hat Arnold Schwarzenegger aus eigener Tasche bezahlt, weil das dem Studio zu teuer war. Ach schön. Wo das gelbe. Was? Dieser gelbe Kran. Ach so. Ah, stimmt. Stimmt, ja. Ihr seht den Case. Hat er selber bezahlt, echt? Na gut, also er hat die Kohle und war zumindest bei den Teilen nicht auch irgendwie beteiligt. Nicht nur als Schauspieler. Okay, der Wongler, auf den warten wir noch. Die dicken Wongler gerade hier mit dem ganzen Wasser und so, die müssen gebackstabt werden. Da reden wir gar nicht drüber.
Bis wohin gehst du? Bis zur Kreuzung wahrscheinlich, ne? Kommen wir gleich. Und abfahrt. Perfekt. Halt nicht. La 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 la. Warte. Okay, hier ist Zeug. Nicht reinfallen. Sehr gut. Tja. Nee, weiß ich nicht. Wenn man generell in das Schauspiel hätte hier einfach rüberlaufen können. Wieso bin ich das nicht? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich wirklich dumm. Ja. Also generell, wenn du im Schauspielerischen unterwegs bist, dann musst du doch generell den gewissen Knack haben, oder? Ist es nicht irgendwie Standvoraussetzung? Dachte ich bis jetzt immer. Oder gibt es einen reinen Schauspieler? Jetzt nicht. Stanaloken hat übrigens auch sehr viel Footage von Robert Patrick angeschaut, der den T-1000 in T2 gespielt, damit sie sich besser darauf einstimmen kann, weil er ein Paradebeispiel war als Terminator. Robert Patrick hat dagegen eine Atemtechnik nur durch die Nase gelernt, die damit seine Darstellung noch mehr wie eine Maschine rüberkommt. Okay. Okay, hab nichts gesagt. Und ab. Da steht ein Dude neben dir, Alter. Egal. Aber das waren jetzt keine. Du hast gesagt, ich bin gerade auch was Schauspieler angehen und sowas. Wahnsinnig schlecht, ne? Ich weiß jetzt, wie du meinst. Aber. Oh, jedes Mal, ne? Aber hatten die noch ein größeres Auftreten generell in der Filmindustrie? Oder war noch Terminator einfach plus? Sagen wir es mal so. Ne? Ich meine, wenn du normalen Lebensstandard hast, dann brauchst du auch nicht mehr allzu viel nebenher. Ne? Sind wir mal ehrlich. Ich finde das ein bisschen belastend hier. So, mein Freund. Aber wir müssen da nochmal zurück. Ja, das ist hier. Nee. Nur um darüber zu kommen? Nee, oder? Nur für das. Es könnte halt. Und das ist das, was ich so hasse hier gerade, ne? Jedes Item könnte dann auch einfach ein Drachenkristall sein oder so ein Shit, das war ein bisschen mehr Estus haben. Deswegen ist Dark Souls auch um einiges leichter, finde ich. Weil Dark Souls. Komme ich da wieder hoch? Ja. Weil Dark Souls einfach auch wahnsinnig einfach ist, was die Heilung angeht. Du hast immer Heilung, ne? Ist eigentlich ständig aufgefüllt. Und du kannst deine Heilung von 5 auf 10 Estus erhöhen. Jederzeit. Oder auf 20 sogar. Robert Patrick zum Beispiel hat noch andere Filme mitgespielt wie Peacemaker oder Marine. In den beiden schon Ziele die Hauptsache. Ja. Passt schon. Ist okay. Okay, aber ich kenne es hier. Oh, Alter. Hier, bitte, hör auf. Aber ich kenne sie so vom Sehen halt nicht, weißt du? Deswegen.
dieses Spiel, ne? Es ist halt nur am Ruckeln, ne? Holy shit. Hör doch mal auf. Danke. Okay, und jetzt wird's auch noch ekelhaft. Okay, jetzt wird's wirklich gräuselig, was das Ruckeln angeht. Holy shit. Jetzt bekomme ich sogar Input-Verzögerung schon. Holy Macaroni. Können wir irgendwas machen? Bitte. Keine Ahnung, was es ist. Ich denke mal, dass ich, ja, okay. Wie gesagt, ist ja auch keine Rolle, die man verachten kann, übersehen sollte, wenn man über ihr künstlerisches Werk spricht. Am Arsch. Aber gibt es eine Rolle, die man mit der Terminator-Rolle gleichziehen könnte? Vermutlich nicht, ne? Wenn das sind auch große Filme, also. Brauchen wir nicht drüber reden. Und. Abfahrt. Okay, da müssen wir auf jeden Fall rüber. Ja. Soll ich dir mein Pilo vom Panzer leihen? Kannst du deinen Rechner ankommen? Wo gehst du jetzt dahinter? Ach, dann kommen wir hier rüber und dann darüber. Was ist hier noch? Ist hier sonst nichts mehr? Ich komme doch hier so rüber. Okay, jetzt bin ich massiv verwirrt. Komm jetzt hier rüber. Ach, Shortcut. Okay. Ist okay. Scheiß Sprünge, ne? Jupp. Bin noch da. Bin am Wegdösen, aber noch wach. Verstehe ich vollkommen, ne? Alter, Leggy Baggy. Los hier. Bitte, Dankeschön. Wird auch nicht besser, ne? Also wir müssen hier rein. Ist okay. Okay, drin ist dickes Zeug. Wir müssten quasi hier rein. Dann gehen wir kurz hier rüber und schauen mal, ob hier irgendwas ist. Und dann gehen wir übers Schiff rüber. Na, da ist Scheiße unten. Nee, also ich sag mal so, ich bin froh, wenn. Ich bin froh, wenn das Ganze mit dem Haus und so endlich alles komplett vorbei ist und ich halt auch ein bisschen was vom Geld eventuell mal auf Zeiten legen kann. Für so Sachen wie Rechnen oder sowas. Das. Na? Wie gesagt, jede Spende, die hier eingeht, auch die von dir letztes Mal nach wie vor, ne? Geht Richtung Rechner oder wird zurückgelegt, investiert. Ich würde trotzdem gerne irgendwie darüber, ne? Aber. Scheiße. Dann gehe ich doch mal rüber zum Schiffchen. Point. Und Kupferstecher. So. Drachenheilungspulver mal wieder. Da ist eine Standard, das ist sehr gut. Aber bis dahin wird es auch noch einige Zeit dauern. Also das ist. Das ist keine Sache, die dieses Jahr noch gemacht werden würde. Geh mal stark von aus. Dreh dich um. Das ist die. Donated 50 Euro. Schrie, hab nur Spende gehört. Du bist ein Verrückter, mein Bester.
absolut verrückter. Also 100.000 Mal danke dir. Dann wirklich danke dir. Wie soll ich das gut? Wie soll ich das wieder gut machen? Das kann ich ja gar nicht. Man, du bist eh so gut, also so gut es geht, immer da. Schwierig. Also wie gesagt, tausendmal danke dir, mein Bester. Aber wie groß sind eigentlich meine Tränensäcke mittlerweile? Die fühlen sich so an, als würden sie jetzt mal... als könnte ich gleich sagen, die drei Sacketiere. Scharfschütze. Bitte. Elite-Scharfschütze sogar. No. Badam. Kommt er hierher? Ich geh mal hoch zu. Also. Oh mein Gott. Ich bin runter. Ernsthaft jetzt? Wie kann man so dumm sein? Scheiße. Oh Mann. Nein. Verrückt nennt es mich. Verrückt. Ich bin bescheuert, bekloppt, auf Drogen und ab und an besoffen, aber verrückt tue ich nur Möbel. Ah, die Geier kommen. Wo ist mein Regenschirm? Den mit Gurke dran. Nehmen wir Gurke dran. Fuck it. Nehmen wir Gurke dran. Ja, ich nenne dich verrückt, Mutter. Ich nenne dich verrückt, nach wie vor. Jetzt sind die ganzen Pimmelberger wieder da. Macht so ein Ding. Haben wir es da drüben? Na komm. Abfahrt. Irgendwann bin ich meine eigene Nation. Dann bekommst du von mir feinste Scheine mit meiner Fresse drauf. wie Gurkistan. Das Ding ist halt das, ne? Du kannst ja jederzeit sagen, ne? Dieser Quadratmeter, auf den ich mich jetzt gerade bewege, ne? Ist meine eigene Nation. In dem Moment, wenn dich irgendjemand auf dieser Welt anerkennt und mit dir Handel treiben würde, ne? Oder einfach nur anerkennt, ne? Bist du eine Nation? Oder ist dieser Bereich deine Nation? Okay, können wir das bitte einfach nicht hier machen? Das ist scheiße. Danke. Stell dir mal vor, du gehst her und sagst einfach: Ey Keule, ich habe in Deutschland, ne? Hab ich einfach eine Botschaft. Was ist, wenn die bei dir eine Botschaft aufmachen wollen? Und einfach bei dir so ein Typ im Büro im Haus. Ich würde zwei. Also mein absoluter Lieblingsfilm ist The Help. Also kann die Dauerschleife gucken oder sonst so. Was? Noch nie gehört. Ich habe von vielen Filmen noch nicht gehört. Also nehme ich nicht als Maßstab. Bitte. Muss ich das scheiß Schiff wieder wegtreten? Nee. Ich habe das Gefühl, der da unten sollte einfach mal sterben. Will ich noch ein Schiff wegtreten oder sowas? Nee. Ah, der Shortcut bleibt. Sehr gut. Emma Stone?
Also wenn ich jetzt jemand eine Botschaft gründen will, sollte sie am Wasser gebaut sein. Wieso? Weil es so emotional ist bei dir. Keine Ahnung, warum ich da vorhin so Probleme hatte. So. So. Und... Wo geht's denn lang? Immer Richtung Schlong. Natürlich. Lohnt sich? Worum geht's in der Help? Also, ich meine, ich sag's so, als würde ich mir angucken. Werde ich wahrscheinlich nicht machen. Nicht komplett ehrlich. Ich bin, was Filme angeht und Filme anschauen und sowas, wirklich, wirklich echt scheiße. Aber. Dann machen wir jetzt das Schiff? Ich glaube ja. Ja, machen wir jetzt das Schiff, bevor wir dahinter gehen. Okay, was genau ist deine Mission jetzt, mein Freund? Freiwald, Junge. Dieser scheißen Rex Fuck Performance Nix. Meine Fresse, Alter.